Wismar liegt an der Ostseeküste zwischen Lübeck und Rostock. Die Stadt hat heute knapp 42.000 Einwohner. Als im 13. Jahrhundert in Mecklenburg die ersten Städte gegründet wurden, war Wismar mit dabei und wurde schon früh Mitglied der Hanse. Der Dreißigjährige Krieg trifft Wismar schwer. 1632 wird die Stadt durch schwedische Truppen besetzt und 1648 im Westfälischen Frieden Schweden zugesprochen. Die Stadt war durch ihre strategische Lage und ihren Reichtum ein ständiges Streitobjekt zwischen den Staaten. 1803 verpfändete der schwedische König Wismar für 100 Jahre für einen Betrag von 1.250.000 Talern an den Herzog von Mecklenburg. Schweden löste den im Jahr 1903 fälligen Pfandvertrag aber nicht ein, und so fiel die Hansestadt Wismar an das Deutsche Reich. Aus den Südschweden wurden wieder Mecklenburger. Dass die schwedische Zeit einen starken Einfluss auf die Architektur und den Stil der Hansestadt hinterlassen hat, ist klar. Etliche Straßen und Familiennamen tragen auch heute noch deutlich schwedische Züge. Ein viergeschossiger Jugendstilbau ist das Stammhaus der Karstadt AG. 1881 eröffnete Rudolf Karstadt zusammen mit einem Angestellten ein Tuch- und Konfektionsgeschäft und er gründete hier später sein erstes Kaufhaus. Mitten im Stadtkern von Wismar liegt der quadratische Marktplatz, der mit 10.000 Quadratmetern einer der größten Plätze in Norddeutschland ist. Was die gesamte Nordseite des Platzes nimmt das mächtige Rathaus in Anspruch. 1807 stürzte der linke Flügel des damaligen Gebäudes ein. Ein paar Jahre später wurde neu gebaut, wobei die noch brauchbaren gotischen Gebäudereste mit einbezogen wurden. Auf den anderen Seiten umgeben den Platz viele historische Bürgerhäuser. Wohlhabende Kaufleute ließen die Fassaden und Giebel ihrer Häuser dem Zeitgeschmack anpassen. Kein einziges gleicht einem anderen. Viele Gebäude wurden im Laufe der Zeit zu Hotels und Restaurants umgebaut. Daran erkennt man, dass Wismar mittlerweile ein beliebtes Touristenziel geworden ist. Besonders auffallend am Markt ist das Gebäude Alter Schwede. Es wurde um 1380 erbaut und hat den ältesten noch erhaltenen Giebel. Im Mittelalter befanden sich im Erdgeschoss Wohn- und Geschäftsräume, darüber angeordnet die Speicherböden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, als hier eine Gastwirtschaft einzog, erhielt das Gebäude den Namen Alter Schwede zur Erinnerung an die Zeit, als Wismar zu Schweden gehörte. Früher wurden auf dem Platz gelegentlich unliebsame Mitbürger hingerichtet. Das passiert jetzt nicht mehr. Heutzutage ist dienstags, donnerstags und samstags nur noch Markt. Auf dem Platz befindet sich auch die zwölfeckige sogenannte Wasserkunst. Sie ist ein Wasserspeicher aus dem Jahr 1602 und war zu der damaligen Zeit eine Sensation. Rund 220 Häuser und 16 öffentliche Schöpfstellen bekamen durch die Wasserkunst und einem hölzernen Leitungssystem frisches Wasser. Sie war bis 1897 in Betrieb. Hinter dem Marktplatz sieht man den Turm der Marienkirche. Ein Denkmal aus der Gründerzeit Wismars. Im 13. und 14. Jahrhundert umgebaut, war die aus 5 Millionen Backsteinen hergestellte Kirche früher die Rats- und Hauptpfarrkirche der Stadt. Zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert verbreitete sich im Ostseeraum zwischen Dänemark und Polen die sogenannte Backsteingotik.
Aus Lehm wurden die Steine in Handarbeit geknetet, geformt und gebrannt. Aus diesen einfachen Backsteinen wurden die Mauern, Giebelhäuser und Kirchen in Wismar geschaffen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche schwer beschädigt. Der 80 Meter hohe Kirchturm war zwar übrig geblieben, aber große Teile der Kirche stürzten ein. Die Trümmer wurden 1960 beseitigt und die bisherigen Umrisse durch angedeutete Außenmauern und Sockeln markiert. Der Fürstenhof war die Residenz der mecklenburgischen Herzöge. Der westliche Teil, das sogenannte Alte Haus, entstand 1513 im spätgotischen Stil. Der nur wenig später gebaute östliche Flügel jedoch im Stil der italienischen Renaissance. Nach dem Dreißigjährigen Krieg tagte hier das höchste Gericht der schwedischen Besitzungen in Norddeutschland, das sogenannte Tribunal. Heute ist hier das Amtsgericht untergebracht. Unmittelbar neben dem Fürstenhof zeigt sich als weiteres Beispiel für die norddeutsche Backsteingotik die Georgenkirche. Der Bau der Georgenkirche fällt in die Zeit des späten Mittelalters und der Reformation. Bei einem Luftangriff im April 1945 wurde sie so schwer beschädigt, dass sie als Kirche nicht mehr genutzt werden konnte. 1990 begann man mit dem Wiederaufbau des Gebäudes. Obwohl die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, hat sich die Georgenkirche mit ihrem riesigen Lang- und Querhaus bereits zu einem kulturellen Veranstaltungsort entwickelt. Hier finden mit großem Interesse Kongresse, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und kirchliche Veranstaltungen statt. In den Sommermonaten ist sie Aufführungsort der Festspiele von Mecklenburg-Vorpommern. Die dritte und älteste der monumentalen Kirchen der Stadt ist die Nikolaikirche. Sie wurde als Kirche der Seefahrer und Fischer im 14. und 15. Jahrhundert errichtet. Ursprünglich hatte der Turm eine Höhe von sage und schreibe 120 Metern. Bei einem Sturm 1703 wurde er zerstört, und die herabfallenden Trümmer richteten an der Kirche weitere schwere Schäden an. Heute ist der Turm nur noch 64 Meter hoch. Die Kirche hat mit 37 Metern das zweithöchste Mittelschiff der Backsteingotik. Nur noch die Marienkirche in Lübeck ist 1,50 Meter höher. Die Nikolaikirche wird ausschließlich von der evangelischen Kirchengemeinde genutzt. Durch die Stadt verläuft die sogenannte Mühlengrube. Sie ist einer der ältesten künstlichen Wasserläufe in einer deutschen Stadt und verbindet den Schweriner See mit der Ostsee. Im Mittelalter diente das Wasser der Grube zum Trinken, Waschen, Warentransport, trieb zahlreiche Mühlräder an und war Löschwasserreservoir der Stadt. Kurz vor dem Hafen wird die Grube überbrückt von dem sogenannten Gewölbe, einem zweigeschossigen Fachwerkbau. Im 17. und 18. Jahrhundert prüften hier die Vorsteher des Ratskellers, die sogenannten Weinherren, im Hafen angelieferte Weine auf ihre Qualität. Ab 1815 wurde mit der Anlage des Lindengartens begonnen. Der Lindengarten ist eine Parkanlage auf dem Gelände einer ehemaligen schwedischen Befestigungsanlage. Mitten durch den Park verläuft der Mühlenbach. Das Wassertor von 1450 ist das letzte erhaltene von ehemals 5 Stadttoren der Wismarer Stadtbefestigung und war das einzige mit Zugang zum Hafen. Der alte Hafen wurde bereits Anfang des 13. Jahrhunderts, noch vor der Stadtgründung im Jahr 1226 erstmalig urkundlich erwähnt. Während der Hanse-Mitgliedschaft Wismars diente er als Umschlagplatz für die verschiedensten Seegüter.
Heute hat der alte Hafen eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung und dient als Liegeplatz für viele Boote, Yachten, Schiffe oder Großsegler. Auch für Kreuzfahrten wird der alte Hafen immer interessanter und die Schiffe kommen regelmäßig hierher. Seit 1991 findet im alten Hafen jährlich das Hafenfest statt. Wir beginnen unsere Organisation von der ältesten.